Liebe Schwestern und Brüder, von Odo Kasel, diesem großen Mysterientheologen, stammt der schöne Satz: Nur das Siegel des Kreuzes öffnet die Mysterien Gottes. Nur das Siegel des Kreuzes öffnet die Mysterien Gottes. Durch die Handlungen der Kirche, wenn wir ihnen beiwohnen, wenn wir an ihnen teilhaben und teilnehmen, ist uns das eigentlich vertraut. Es gibt keine Sakramentenfeier, keine Mysterienfeier ohne das Zeichen des Kreuzes. Ob die Gaben der Natur in Dienst genommen werden, ob das Zeichen des Kreuzes, das über ihnen geschlagen wird, dann erschließt, was Gott in diesen Gaben, was dort in diese Gaben hineingelegt hat, damit sie zum Heil der Menschen wirken, im Wasser, im Öl, im Brot und Wein, im Menschen selber, nicht nur an seinem Lebensbeginn und an seinem Lebensende, selbst noch über dem toten Leib. Nur das Siegel des Kreuzes öffnet die Mysterien Gottes. Es ist nicht nur diese äußere Beobachtung des Kreuzzeichens, sondern dieses äußere Zeichen birgt einen tiefen inneren Sinn. Es ist überhaupt die Frage, wie kann man ein Fest des Kreuzes feiern? Ist das möglich? Ist das Kreuz nicht einfach nur Leid, Elend, letztendlich Tod? Wie ist es möglich, mit dem Kreuz ein Fest zu feiern? Und es stimmt, das Kreuz hat diese Seite. Das Kreuz hat auch eine satanische Seite, nämlich genau die. Den Menschen klein zu machen, den Menschen zu erdrücken. Odo Kasel sagt an dieser Stelle in seiner Auslegung: Satan ist ein sehr strenger Herr, ein Sklavenhalter, der entsprechend mit denen, die unter ihm stehen, umgeht. Warum gilt dennoch dieser Satz? Wir wissen aus der Heilsgeschichte, und Paulus gibt im Philipperbrief auf seine Weise mit diesem Lied, das er schon in Philippi vorfindet, mit dem Philipperhymnus, eine Antwort, warum wir dennoch das Fest des Kreuzes feiern können und warum nur das Siegel des Kreuzes die Sakramente, die Mysterien Gottes öffnet. Der Mensch in seiner Freiheit wählt die satanische Seite des Kreuzes, weil er sich versündigt und weil er darin gefangen ist, wie in einem Gefängnis, aus dem er nicht heraus kann. Und Gott selber, von dem wir sagen, er ist ganz Licht, ganz Herrlichkeit, er steigt selber auf das Kreuz in Christus. Er nimmt dieses Kreuz an, anstelle des Menschen, und er wendet es damit. Deshalb ist es zuweilen schön, wie bei unserem Altarkreuz, wenn Kreuze zwei Seiten haben. Alle Kreuze haben zwei Seiten, aber wenn das manchmal auch sichtbar ist. Die Passionsseite des leidenden Christus und zugleich, wie nach altem Brauch, die geschmückte Osterseite, die man nicht anders bildlich darstellen kann, als indem man diese Seite mit Steinen schmückt, mit den Steinen der Offenbarung, wo das Licht Gottes herausbricht. Gott selber nimmt das Kreuz an. Und weil Gott es annimmt, weil Gott den Weg des Kreuzes in Christus geht, ist das Kreuz fähig, zu einem Fest zu werden. Hat es eben diese andere Seite der Erlösung? Wird das Kreuz zur Brücke, von der wir am Beginn gesungen haben? Wird das Kreuz zum Schlüssel, das die Mysterien Gottes öffnet? Wir sind immer in der Gefahr, das Kreuz zu vermeiden, weil wir nur die eine Seite sehen. Wenn man manchmal mit zugemuteten Kreuzen umzugehen hat, manchmal sie auch selber verursacht, dann bleibt man darin gefangen und es gibt keinen Weg hinaus, wenn man das Kreuz nicht annimmt als Jünger oder Jüngerin Christi. Nur das ist der Weg. Nur so wird das Kreuz zur Brücke, nur so wird das Kreuz zum Schlüssel. Aber so geschieht es auch. Dann öffnet das Kreuz, dann führt es weiter. Weil wir haben es gestern noch im Evangelium gehört, christliches Leben und den Weg der Nachfolge ohne Kreuz ist nicht möglich. Weil wir immer noch sündige Menschen sind,
weil die Schlacken dieser Verwundung immer noch ausgebrannt werden müssen. Deshalb gehen wir immer noch Kreuzwege. Aber wir gehen diese Wege nicht mehr hoffnungslos. Wir gehen sie mutig und getröstet, weil wir wissen, nur das Siegel des Kreuzes öffnet die Mysterien Gottes. Und diese Mysterien schenken uns Leben.